Hallo liebe Leute, willkommen zurück zum Let's Play von Minecraft RPG auf der Version 1.12.2. Ja, ich war gestern recht müde und hatte Kopfschmerzen, deshalb habe ich mal einen Tag keine Folge hochgeladen. Einfach mal so ein bisschen zum Pausieren nach der Krankheit. Haben abends dann mit Genex ein bisschen Diablo 3 aufgenommen, weil die neue Season gestartet ist. Ja, wollte eigentlich eine Livestream machen, aber eben, es ist mir nicht so gut gegangen, dass ich jetzt wirklich die ganze Zeit noch reden wollte. Und habe, einfach still mitgewirkt. Ja, ich denke, wir müssen etwas rauswerfen noch. Weil ich Bananen gesehen habe. Bananen können wir schön züchten. Hoffentlich. Sonst müssen wir einen Dschungel finden, wenn wir keine Setzlinge bekommen. Also. Ja. Machen wir mal hier so. Tja. Wir haben kein Knochenmehl. Temporäres Schild. Eisenbahn, 61, hoffentlich frisst das nicht. Ja gut, dann geht ja nicht. Wächst ihr halt nicht. Gut, also. Machen wir mal hier, Sumpf 1 plus Bananen. Eventuell kehren wir mal hier zurück, wenn wir keine Schleime finden oder so. Und dann ist dann hoffentlich auch gewachsen. Wir müssen aber ja, schon einige Zeit hier sein. Ich gehe mal hier entlang und dann gehe ich wieder zurück. Eine fette Schlucht. Cool, cool. Drücken wir mal F3. Ja. Swampland. Ja, gut. Recht viel Gummibäume, hä? Da oben ist ein Schleim. Oder? So dunkel. Eine Kuh. Okay. Schwein. Ja, ein Schwein. Ja. Hallo, wieso bist du so dunkel? Das ist eine neue Farbe, eine tolle Farbe. Irgendwie aber auch. Sieht so richtig matschig aus. Scheinbar wirklich nur am Buddeln gewesen und dadurch die Fellfarbe richtig braun. Standardbraun, also nicht mehr nur durch Matsch. Einfach geworden. Hat sich angepasst. So. Ein Bett, please. Hallo. Schlafen, bitte. Was ist das? Eine Öl. Ich sehe das gar nicht so. Ein Fasan. Okay. Also wie man denen sagt. Sind ja so spezielle. Ich glaube schon ein Fasan. Ein weiblicher Fasan. Die männlichen, die haben ja diese schönen Federn auf den Seiten. Und am Hals, glaube ich, auch. Oder? Ja. Kenne mich überhaupt nicht aus. Bei uns gibt es nämlich keine Fasane. Die gibt es eher in Norddeutschland. Das ist der Baum da. Trauerweide, aber in Grau. Ist das jetzt wegen dem Biom so oder haben sie den geändert? Kann schon sein. Küken. Ey, so viele Bäume. Das ist der perfekte Dschungel. Dschungel, Sumpf. Aber leider kein Schleim. Ja gut. Ja, und Lehm könnte man hier auch farmen, ne? Ob
das ist noch ein bisschen zu wenig weit weg. Ich will eben schon ein bisschen die Welt. Es gab mal ein Spiel vor ungefähr einem halben Jahr oder so, das hieß Echo, da musste man wirklich gut aufpassen, was man denn alles abfarmt und so Sachen. Und ja. Es tut schon gut, so auch in Minecraft zu spielen. Weil sonst hat man vor allem mega viel, oder? Und hat dann das Spiel eigentlich schon fertig. Ich saß jetzt wieder bei Diablo 3. Es ist ein Start, oder? Jeder muss von Null anfangen bei der Season. Damit er ja in der Rangliste ein bisschen vorwärts kommen kann. Oh. Mann, oh. Das hatte Schadenstrank plus 2000 oder was? Heftig, heftig. Ja, gut. Immerhin nicht vergiftet. Wenn sie dann vergiften, dann ja. Ist es so, dass man halt immer gestört wird. Also, man verliert ja nicht das letzte Herz. Aber dennoch wird man mega gestört. Kann dann nicht mehr so gut abhauen. Das ist jetzt ein Kiwi. Sieht irgendwie wie ein Kiwi aus. Das ist ja genial. Ich finde das so toll. Ja, die Hexen, die spawnen recht schnell. Oder manchmal oder viel ist auch eine Hexe dort. Wenn wir eintreffen beim Hexenhaus. Ich wollte ja eigentlich nur einen Coldron holen, aber wir haben ja keinen Platz. Das singen wir immer so, dass ich zuerst einen Coldron hole. Den Kessel. Hallo? Müssen wir Nacht haben? Eigentlich ja nicht. Vielleicht haben wir einfach gerade nicht einen Schleimjunk oder so. Könnte schon sein, dass irgendwo Schleimjunks sein müssen. Naja. Ich brauche nur ein paar, damit ich Seile herstellen kann. Na? Planschen. Ah, recht große Bäume. Okay. Sind zwei. Schade, also ich bräuchte jetzt gleich mal einen dicken Schleim. Das würde genügen. Naja, okay. Ich werde vielleicht vorsichtig in der Nacht probieren. Also warten wir bis Nacht ist. Ja, müsste eigentlich mal zurück. Ich werde die mal hier hinpflanzen. Und ja. So schön sehen die eigentlich so aus. Ich mag nicht so Stielblumen oder Pflanzen. Na? Speedwell. Das heißt es auf Deutsch, also richtig übersetzt. Was habe ich jetzt die da unten? Hoppla. Na, ihr Schleimer? Kommt hier. Ich hätte nicht schlafen sollen. Schon lange nicht mehr so Schleime geholt, habe eigentlich immer genügend gehabt in Höhlen. Weil wenn ihr ja
ein Schleimchunk seht, also den ersten Schleim gesehen habt, dann wisst ihr ja, wo die Schleimchunks sind. Aber wenn wenn man keinen findet wie bei uns, dann müssen wir das so machen. Das ist meistens langwierig. Aber hier haben wir Sternfrüchte. Ich weiß gar nicht, wieso die das eingebaut haben, Sternfrüchte. Einfach das so ein bisschen kennzeichnen. Oh, das sind die besten. Aber es gibt ja noch viele Essen. Es gibt ja Hamburger und alles. Noch Bam mehr sättigen. Ja, ja. Ich gehe mal doch hier hoch. So. Damit auch ein bisschen die Chunks hier neu geladen werden, wenn wir dann zurückkehren. Okay, hier haben wir auch wieder ein paar. Also wir können sehr viele Pads eigentlich im Wasser holen. Und ist das jetzt ein anderes Biom? Nein, das ist nicht von Biome Supplanting. Das ist eine normale Wiese. Weil wir haben ja normale Weltgeneration ausgewählt. Früher gab es dann Biome. Und das wurde irgendwie durch eine Version, die ja recht neu ist, wahrscheinlich nicht ganz so neu ist, dann ersetzt, dass man da die gar nicht mehr findet. Und deshalb müssen wir wahrscheinlich ein paar Sachen einfach entschieden, die jetzt nicht wichtig sind, die nicht uns einen Vorteil bringt, oder? Oh, die sind toll. Mal gucken, wie die heißen. Wieso sind alle lateinisch? Ja, wir haben hier eine schöne... Oh, da haben wir ein... Ah, das sind das Ding Pfauer gewesen, okay. Aber komische, also... Ja, das ist Männchen und sonst ist ein Weibchen. Aber nicht farbig. Da haben wir Pfirsich scheinbar. Ja, sind noch nicht reif. Ah je. Yeah. Es nervt wirklich manchmal, dass die nie reif sind, wenn sie gefunden werden. Weil man braucht 3 Stück, um dann weiter zu pflanzen. Das geht schon lange, hä? Noch nicht weitergekommen. Schade. Sonst gehen wir halt einfach zurück. Schon mal, hä? Weil wir sind eigentlich auch schon voll, hä? Kann wirklich sein, dass der Sumpf keine Schleime hat oder eben nur in der Nacht. Weil Schleime können am Tag spawnen, also es ist eigentlich nicht so viel in der Nacht. Aber ich erinnere mich noch auf einem Server, also von meinem Server, da habe ich in der Nacht geschaut. Also, ich hoffe, wir überleben das. Wir werden jetzt ein bisschen herumlaufen und schauen, dass wir einen Schleim finden. Was ist das? Das ist eine Feige, glaube ich, gewesen. Also Feigenbaum. Es kann überall ein Monster spawnen und töten. Wir haben noch nicht so viel Defensive. Ich muss also ausweichen, wenn ich Ding habe, hä? Ein Monster vor mir oder so. Eine Spinne. Da ist ein Bohnen am Boden.
Noch mehr Bohnen. Okay. Der einfach nicht treffbar ist. Wenn ich jetzt den nicht töte, dann wird er uns wahrscheinlich nach ein paar Schlägen dann töten, weil er schneller ist als wir. Gut, so gefährlich ist es jetzt aber noch nicht. Da ist ein Schleim. Komm schnell, damit die Zombies nicht kommen. Was machst du? Gott, nicht schon wieder. Was machst du? Haben wir das jetzt eingesammelt? Ich glaube schon. Hä? Ja, einen haben wir, aber nur einen. Was ist denn los? Gut. Abgehängt. Ein Zombie? Ein Creeper meine ich. Jetzt bin ich völlig mit dem Namen falsch. Lalalala. Schon ein bisschen beruhigen. Habe ich jetzt wirklich gerade keinen mehr? Gut, ausgewichen. Super. So, bitte, komm. Schlammus. Na. Komm vorwärts. Wieder mit Stürklauern. Ist nicht normal. Geht's noch? War die Spawner oder so klein gemacht? Von Tinker's Construct Schleimen spawnen dann mega viele. Und von den normalen Schleimen spawnen gar keine. Enderman? Na, kommt noch einer? Oh, bitte. Ach, bitte. Dass ein einziger Schleim spawnen konnte und sonst nichts. So ein bisschen Trollversuch. Okay, einen haben wir noch. Einen kleinen aber leider nur. Hey, was machst denn du? Oh. Skelett. Ja, jetzt muss ich wieder unten durch. Oh, ein Creeper. Erst könnte wieder eine Hexe dann kommen da unten. Ein bisschen besser hinsetzen. Schalalalala. Ich bin eben ein nicht so durchgehend Minecraft-Spieler. Ich will einfach auf meinem Kanal natürlich zum Dank von anderen recht viel Minecraft bringen, aber eben unregelmäßig natürlich. Und das möchte ich ja jetzt ändern. Jetzt muss ich wieder ein bisschen besser reinkommen, natürlich. So, wunderbar. Ein mittler. Wie viel haben wir jetzt? 3. Wir brauchen noch ein bisschen mehr. Und sollten. Also sollen wir zurück? Ja, ich habe Lava gehört. Na gut, ich glaube, wir kehren zurück. Es wird jetzt langsam auch wieder Tag vielleicht, ja. Okay, ein großer Schleim dort. Abhauen von dieser Hexe. Einen großen Schleim noch töten. Nein, bleib doch da oben.
habe ich gesagt, du sollst hier hinkommen. Super. Da bist du. Komm. Wunderbar. Und wie viel haben wir? 15. Boah. Das hat sich aber gelohnt, hä? Wunderbar. Also schnell zurück. Fertig mit diesem Salat hier. Bauernhof. Achso. Gut. Mal drinnen schlafen. Und alles einsortieren. Dann haben wir doch schon gut gearbeitet in diesem Part. Hä? Also die Pads mal reinlegen. Wir haben 2 Kuhpads. Schafe. Der Amboss, der ist so eigentlich. Der ist eigentlich echt gut. Ich weiß gar nicht, wo ich alles reinlegen soll. Die und die. So. Prima. Und. Ja. Okay. Keine Monster. Okay, die haben sich nicht zusammen gemacht. Müssen wir dann eine Schmelze machen, wenn das geht. So. Also, ja, wir haben wenig Fäden, aber es geht. Jetzt muss ich nur schauen, wie das geht. Eigentlich schon so. Also, muss ich schauen. Ja, das heißt nicht Seil, das heißt, muss ich halt so schauen. Was ist hier los? Die Türen, die werden nicht angezeigt. Scheinbar ein Bug. Find's nicht. Da. Alleine. Habe ich ja so gemacht. Okay. Habe ich es nicht in der Mitte gehabt. Gut. Also, dann haben wir hier. Mache ich das hier? Ist ja immer Blut. Der mal hier rein. Gut. Ja, dann können wir los. Dann machen wir das mal, was wir schon lange wollten. Endlich mal Kühe haben. Naja, die Füttern hätte ich noch machen können. Habe jetzt aber keinen Weizen. Also eines ist drin. Aber wir hatten eine schwarz-weiße Kuh irgendwo, gell? Irgendwie tun sich die automatisch irgendwie spawnen. Das Spiel weiß irgendwie, okay, da ist eine Umzäunung, schön Zaun. Ja, ich spawne mal das, was der Spieler denn auch will. Ja gut. Höhle müssen wir dann auch noch vielleicht machen, aber. Ja, ich denke, ich werde keine Hühnerfarm machen oder Eierfarm. Ich will alles authentisch. Da bist du ja, du Stier. Oh Mann, diese blöden Blumen, echt, hey.
Wer hat das erfunden? Das ist jetzt wirklich nicht toll. Ja, komm nicht fressen. Kannst du bei mir zu Hause dann fressen. Gut, wenigstens reißt die Leine nicht so stark. Ich kenn sie nämlich nicht so gut. So gebraucht habe ich die nie. Sie kam einfach zu spät. Also man ist so gewöhnt und Weizen. Damals war ich auch noch ein bisschen erfahrener, eben wegen der neuen Versionen jetzt. Auch ein bisschen geändert wurde etwas. Kenne ich mich nicht mehr so aus. Aber man merkt schon, es ist. Man kann noch etwas lernen von Minecraft. Wie das Spiel funktioniert. So. Und ich habe extra gedacht, ich mache jetzt lieber mal Pause und vergesse das auch ein bisschen, oder? Geh weg. Hopp. Mann, wieso schieben die? So, danke schön für das Seil wieder, die Leine. Ach je. Aber hier können sie raus. Hey. Ja gut. Wir können aber hier abkürzen. Gehen kurz ein bisschen Wolle holen. Oder Wolle kann ich auch. Ja, ich gehe Wolle holen. Und werde mir dann einfach neue holen. Von den Ziegen und Schafen. So, also das brauchen wir. Mal das Bett endlich weglegen. Und ja, ich werde einfach den Teppich mitnehmen. Wenn wir schon einen haben. Noch. Ah ja. Die Schere ist hier. So. Gebt mir mal ein bisschen. Die gibt eben noch nichts. Die ist wahrscheinlich noch nicht erwachsen. Ne. Aha. Ja. Kannst du nicht? Vergeude ich wieder meinen Weizen. So. Hallo. Ihr habt ja Holstein und Friesian haben wir jetzt, okay. Die haben ja vorher irgendwie sich lieben gelernt oder so das. Aber ist toll, dass wir gleich zwei unterschiedliche Geschlechter haben. Die Chance eigentlich, was ist sie? 1:4. Oh, Schmetterlinge. Also, ich wollte ja jetzt langsam mit den Maschinen anfangen. Ja. Jetzt haben wir endlich eine große Aufgabe eigentlich geschafft. Ja. Alles reinlegen. So. Die brauche ich jetzt nicht mehr. Für einige Zeit. Ich weiß schon, dass man es wieder braucht, aber für die Hühner dann. Also, wir müssen schauen. Eine Workbench. Ich will alles haben, bitte.
Add into. Ja. Also, ein Generator. Ich glaube, ich brauche zuerst einen Generator. Also soll ich direkt eine Wassermill machen. Watermill. Extractor. Da ist der Messerator. Und der braucht Strom. Denke ich. Ja, wieso nicht? Miner. Bis ich die Wassermühle finde, die muss irgendwie blau sein. Gibt es die gar nicht in diesem Mod? Ist ja blöd. Wenn ihr jetzt Strom nur schlecht herstellen können, natürlich. Geothermal. Kinetik. Solarpanel. Ah, da ist sie ja, also. Was machst du so am Anfang? Ja, wir müssen einen Generator herstellen. Das ist eben die Sache mit der RA-Batterie. Machen wir mal zuerst Zinnkabel. Und ein Zinnkabel machen wir mit einem Cutter. Und ein Cutter, ein Iron Plate machen wir mit einem Hammer. Oh Gott, deshalb mag ich Technik nicht. Oh je. Ah, schon wieder keine. Wenn du nicht zusammenstecken willst, gut. Machen wir das halt manuell. So, und jetzt machst du bitte ein bisschen Platten. Machen wir ein bisschen mehr Platten. So. Und jetzt muss ich nochmal schauen natürlich. Der Generator, die Batterie. Casting. Okay, deshalb, genau. So. Oh, nochmal. Okay, dann nochmal schauen. Wegen Batterie. Ja. Gut. Haben wir noch kein einziges Gummi? Also machen wir mal so ein Teil da. Gut, entweder hat es auch verändert oder man macht es das. Es ist alles veraltet. Tree Tap. Retap. Ja, habe ich ja. Oh nein, ich habe unten. Okay. Alles klar. So. Nämlich gleich zwei. Da brauchen wir nämlich recht viel. Und wir müssen jetzt Gummibäume anpflanzen. Deshalb lege ich das mal kurz hier rein. So. Weil ich. Das muss hier sein. Wir brauchen sehr viel Gummi. Ach, schade, Nacht. Weshalb so schnell Nacht? Ja, yeah, ja. Yeah. Also. Aber jetzt ist leider Zeit für einen Schnitt. Einen nächsten Part. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Bis heute noch. Ich mache zwei Parts. Ja, weil ich ja gestern keinen Part gebracht habe. Also, Dankeschön fürs Zusehen. Bis zum nächsten Part.